zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Warlords. Ich begrüße euch alle recht herzlich und wir gehen heute auch direkt in eine Runde. Wir wollen nicht so viel Zeit vertrödeln. Zack, da sind wir drin. Denn ich habe ja letztes Mal den Uploadplan angesprochen in der gestrigen Folge Ender Games und ich habe mir jetzt nochmal mehr Gedanken dazu gemacht. Das Video wird auch bald kommen, aber für die Leute, die jetzt das nicht erwarten können oder so, ich kann es euch jetzt schon mal so sagen, es soll praktisch ja eine Abwechslung geben zwischen zum Beispiel Warlords. Also Warlords soll abwechselnd mit normalen PvP-Folgen jeden Tag ja abgewechselt werden, wenn ihr versteht, was ich meine. Also es soll praktisch als Beispiel, es soll Montag Warlords kommen, Dienstag Ender Games oder Bad Wars oder irgendeine andere Sache PvP, aber Ender Games oder Bad Wars eben bevorzugt. Dann am nächsten Tag wieder Warlords, dann danach wieder Ender Games oder Bad Wars und so dann eben immer weiter, damit man ja immer eine Abwechslung drin hat. Also es wird immer zwischen PvP und, oder zwischen normalen PvP, sage ich jetzt mal, und Warlords abgewechselt. So, das wollte ich ganz kurz gesagt haben. Ich habe die Daily Quest übrigens schon angenommen, das heißt, es wäre cool zu gewinnen, aber ich kann natürlich nichts versprechen. Wenn wir gewinnen, dann ist das gut, denn dann haben wir noch mehr Broken Weapons, die wir kaputt machen können. Denn ich wollte heute die Broken Weapons mal ja wieder repairen, damit wir hier eventuell das ein oder andere Ding hinbekommen. Hallo? Flagge aufheben, bitte. What the hell? Warum hat er die Flagge nicht aufgehoben? Also entweder haben die das gefixt und man kann die Flagge nicht mehr mit dem Time Warp aufheben oder es hat einfach nur gebuggt. Kann natürlich auch sein. Aber ist egal, dann lassen wir halt mal unseren Teammate hier die Flagge aufheben. Und dann gehen wir halt einfach nur auf. Es ist. Dann gehen wir mal nur für Assists. Vielleicht bringt uns das ja auch mal was. Viele haben ja auch geschrieben, ich soll lieber den Chiromancer nehmen als Klasse. Weil der slowen und healen kann und solche Sachen. Und ich kann das mal machen. Also ich habe zurzeit keine Coins. Ich weiß nicht, man sieht meine Coins glaube ich gar nicht. Mein Team ist wieder weg und ich bin tot. Aber ich bin noch nicht tot. Okay, jetzt bin ich tot. ja, ich hätte vielleicht nicht so dumm da reinlaufen sollen. Warte, wer hat die... Hä? Achso, ich respawne. Ich dachte gerade so. Unsere Red Flag ist noch safe. Das heißt, das ist schon mal schön. Wir sind im roten Team übrigens. Ja, wo bin ich denn? Achso, jetzt bin ich hier. Ja, ich weiß nicht, was gibt's noch zu sagen? Eigentlich nicht so viel. Unsere Flagge ist noch safe, sieht man, wenn man Rechtsklick macht. Jetzt ist sie nicht mehr safe. So viel dazu. Wir sollten einfach gucken. Also ich würde die Runde gerne gewinnen. Am besten halt so, dass wir schon mal ein paar Punkte Vorsprung haben gegenüber dem anderen Team. Und ja, danach können wir immer noch für die Assists bzw. Kills gehen, die wir brauchen. Oh boy, ich bin dumm. Oh, warte, die rote Flagge ist zurückgekehrt. Wenn er die jetzt capturet, dann ist alles cool. Lauf, lauf, Dulsack, lauf! Wie auch immer du heißt, aber lauf! Okay, das sollte er geschafft haben. Cool, das ist schon mal gut. Und wir haben eh schon einen riesen Punktevorteil. Das heißt, ich gehe jetzt schon mal ein bisschen mehr auf Assists und Kills. Ich hoffe zumindest. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Bald habe ich meine Legendary-Waffe. Warte nur ab. Es wäre richtig cool, wenn wir heute eine Legendary bekommen. Und wo ist er hier? Ist er? Hat sich geheilt. Warte, ich heal mich auch mal ganz kurz. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich mich heal, aber... So, da sind wir. Hallo? Ich habe schon wieder einen Assist bekommen oder irgendwas. Vielleicht kriegen wir noch einen Kill. Oder auch einen Assist, auch okay. Den sollten wir auch noch schaffen zu töten. So, nochmal ein Assist. So, zack. Oh, dann kill geht natürlich auch. Aua. Okay. Aber 5 haben wir mittlerweile. Wir sollten auch mal... Nice. Blaue Flagge ist gestohlen. Dann sollten wir unsere verteidigen. Ah, okay. Er ist schon tot. Dann ergibt es nicht so viel Sinn. Aber hey, wir gewinnen zurzeit und... Gewinnen ist meistens gut, denn durch Gewinnen bekommt man viele Broken Weapons. Vor allem, wenn ich die Quest mit abschließe. Oh, holy man of lords. Okay. Nein, lass mir... Okay, der Heal ist gar nicht da. Dann
Ah, warte, wir gucken mal, wo ist denn der blaue Flaggenträger? Ist der da hinten irgendwo? Ich würde gerne wissen, wo er ist, dann kann ich ihn protecten. Man sollte auch irgendwo sehen, wo die Flagge von den Gegnern ist. Ah, da ist er, nice. Nein! Nein! Oh! Okay, ich hab sie. Alles cool. Ich hätte ihn fast protected, aber ich habe sie zu spät gecheckt und habe daneben geklickt und solche Sachen. Das war nicht ganz so cool. So, mal gucken. Vielleicht protected mich auch einer, aber ist, glaube ich, eh niemand hinter mir. Doch, ein Teammate von mir ist hinter mir. Ich hol mir den Speed! Du musst dich schlagen! Wow! Cool, es sind nochmal 250 Punkte für uns. Also den Win haben wir, glaube ich, jetzt schon in der Tasche. Nein! Nein! Töte es! Oh, er hat ihn noch gar nicht eingesammelt. Lol, ist er blöd. Hä? Was war das denn? Das wäre ja free gewesen für die. Also ich hätte zumindest die Flagge nicht capturen können. Oh Mann, der Arme. Der hätte der Held von seinem Team sein können. Aber er war es einfach nicht. Aber vielleicht hat es auch so komisch rumgebackt wie bei mir gerade. Das kann ja auch sein, ne? Ich habe ja auch 20 Mal auf die Flagge geklickt und es ist einfach nichts passiert. Kann ja alles mal vorkommen, wa? Warte, ich mache mein Schild an und dann gehen wir da wieder rein. Okay, warte, hier sollte ich auch meine OP-Form anmachen. Wow, das war ein heftiger Stoß. Sniper! Pew! Nice. Ich habe ihn zwar nicht gekillt, aber egal. So, warte, wie viel haben wir? Wir haben 9. Ein Assist oder Kill brauchen wir noch. Dann versuchen wir jetzt einfach mal unseren Mate zu protecten. Auf jeden Fall cool, wenn wir das schaffen würden. Aber das sind ein paar Menschen. Ich hole mir ganz kurz den Damage Boost. Das letzte Mal hat der mir ja nicht so viel gebracht, aber nichtsdestotrotz, unser Flaggenträger. Au! Au! Putz! Mein Power-Up schon wieder weg, ich bin mir nicht ganz sicher, aber okay, da ist unsere Daily-Quest. Okay, unsere Daily-Quest sollten wir eigentlich gewinnen, glaube ich zumindest. Nein, die Runde sollten wir gewinnen. Und Assists haben wir eh schon genug. Also ist das alles im grünen Bereich, meine lieben Freunde. Oh, ich bin tot. Aber wo ist denn die blaue Flagge? Ah, da vorne ist er. Nice, okay, er captured die, dann ist die Runde jetzt eh vorbei. Oh nein, die haben die rote Flagge auch gesammelt. Okay, jetzt müssen wir was tun, damit der die nicht captured. Da oben ist er. Das ist bestimmt der Flaggenträger, der hier rumläuft. Dann gehen wir mal zu dem hoch. Tötet ihn! Los, er ist gefangen! Ja, wo ist er hin? Oh Gott, wo ist er hin? Ah, da! Boah, wie viel der aushält, Alter. Das ist so ein richtiger Tank. Okay, dein Healing bringt dir da jetzt auch nicht viel, glaube ich. Okay, nice, cool. Dann capture die Flagge los. Nein! Schon wieder die Flagge aufgesammelt. Ah, das gibt's doch nicht. Ah, jetzt haben wir es geschafft. Nice, cool. Zwei Broken Weapons, beide Quests abgeschlossen. So lässt sich das doch leben. Haben wir irgendwas? Nee. Wir haben nie Top Damage oder Top Heal. Und die Runde ging auch relativ schnell. Das ist echt cool. Können wir jetzt gleich noch unsere Weapons repairen. Denn wir haben ja viele bekommen durch die Daily Quest. 6 Stück durch die Daily Quest, 2 Stück durch die Victory. Cannot do this quest again. Also halt erst in 20 Stunden oder so. Und jetzt können wir praktisch hier hingehen, zu unserem Waffenschmied. Und wir haben jetzt 16 Broken Weapons. Alter, das ist schon eine Menge. Und da würde ich sagen, repairen wir die mal. Ganz langsam. Und hoffen auf ein Legendary. So, einmal nur noch ein Common oder eine Rare Weapon. Ne, ist Common, nicht Rare. Rare ist dann blau, glaube ich. Wieder nur Common. Das war eine Rare Weapon. Nochmal eine Rare. Common. 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 Rare. Lass mich nicht im Stich. Common. 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 Rare. Oh Mann, aus 16 Weapons, das gibt's da nicht. Oh Mann, das ist gemein. Ja, das ist unsere... Wir haben die Epic und diese komische Rare Weapon für unseren... für unseren Pyromancer. Und die ist eigentlich auch scheiße, die wir hier gefunden haben.
gucken, ob hier irgendwas dabei ist, was wir hier bauen können, aber ist es nicht. Dann würde ich sagen, machen wir die einfach mal kaputt. Oder wir behalten mal eine für den Gyromancer, wenn wir dafür eine gefunden haben. Gyromancer? Ne, haben wir nicht gefunden. Okay. Dann machen wir die jetzt alle kaputt. Wir haben nur für den Aquamancer und sowas gefunden, aber nicht für den. Ja, für die Klasse, die mir viele Leute vorgeschlagen haben. Warte, war das die richtige? Ja, war's. Okay. Ich hatte gerade kurz Angst, dass ich jetzt meine Epic oder so kaputt mache. Obwohl ich die Epic eigentlich auch kaputt machen könnte, ne? Das wäre jetzt nicht so. Okay, ganzen Waffen kaputt. Es tat mir in der Seele weh. Ich weiß, es tut mir leid. Aber, ja gut, man kann nicht viel machen. Wir können gucken, ob wir uns noch irgendwelche Upgrades kaufen können. Aber ich glaube, das nächste Upgrade in meiner Klasse kostet irgendwie 11.000. Zumindest das Skill-Upgrade. Zumindest. Wir könnten uns hier noch. Leben könnten wir uns holen mehr. Das würde uns auch nochmal ein Level hochbringen. Dann machen wir das doch mal. Und das kostet 3.200. So viel haben wir aber nicht mehr auf Tasche. Wir können höchstens die Energy Upgrades noch kaufen und. Oh, für mir 50 Coins. Aber egal, wir sind Level 30. Es geht voran, meine lieben Freunde. Es geht voran. Wir haben zumindest schon mal Level 25 überschritten. Das ist auch so eine. Ja, so eine Marke, die man knacken muss, um bestimmte Sachen zu machen. Zum Beispiel mehr Skill-Upgrades und sowas zu kaufen. Und, ja, also ich glaube, viel mehr gibt es gar nicht zu sagen, weil es eine relativ kurze Runde, aber es war eine gute Runde. Wir haben gewonnen, wir haben unsere Daily Quest abgeschlossen, wir haben 16 Broken Weapons kaputt gemacht, kein einziges Epic oder Legendary bekommen. Aber ich glaube, das wird noch lange so weitergehen. Am Ende, ja, sitzen wir auch da und müssen unser Legendary craften. Und müssen erstmal 10 Weekly Quests machen, bevor wir überhaupt genug Voidcharts dafür haben. Aber okay, ich würde sagen, das war's heute von der heutigen Folge PvP. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also haut da rein, habt noch einen schönen Tag und bis morgen. Tschüss!